Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu Dead in Bermuda. Also wir sind noch mittendrin im Tutorial und wir haben irgendwie einen neuen Teil der Karte entdeckt und wir sollen mal auf die Karte draufklicken. Das wird ja wohl hier oben sein. Okay. Ah, hier sehen wir schon. Das Ganze ist in Quadrate aufgeteilt und wir haben hier das entdeckt und sollen uns die mal angucken. Ach nee, Moment. Entschuldigung, da sind wir schon. Das haben wir entdeckt. Also, wenn wir die quasi auf Erkundungstour senden, dann werden wir neue Gebiete freischalten, die wir dann jederzeit besuchen können. Und es gibt auf jedem Quadrat ein Objekt, das jedes Mal wieder neu wenn das Spiel neu startet, an einer anderen Stelle erscheint. Und mit diesem Objekt kann man irgendwie frei interagieren. Okay. Also es wird nicht verloren gehen irgendwie, aber wir können von einem furchtbaren, lästigen Tier, Biest, angegriffen werden. Je nachdem, wie Sneaky Peaky-like the chosen character is. Ist auch schön, ne? Stealthy mit Sneaky Peaky zu übersetzen. Naja, alle CSGO-Spieler wissen, was ich meine. Okay, wenn wir fertig sind mit dem Objekt, sollen wir zurückgehen zum Camp und auf Next klicken. Naja gut, wir haben hier so einen Korb. Ein Fischerkorb. Da klicken wir erstmal drauf. Und gehen mal auf Inspect. Okay. Die Nase blutet. Ein ganz schlimmer Geruch wohl. Jetzt machen wir mal Search. Und dann nehmen wir mal ruhig den Jury. Weil der ist ganz gut hier so im Entdecken. 61, Fighting 27. Ach, die haben auch noch alle hier verschiedene Skills. Stealth 14, Stealth 72. Ah, Stealth ist wichtig. Dann nehmen wir doch die Julia. Stand doch da, je nachdem, wie vorsichtig man ist. Dann nehmen wir die Julia, die ist doch da eh gerade auf Erkundung. Okay. Ah, Erfolg gehabt. Richtige Wahl gewesen. Schön. Und wir haben ein bisschen was gelootet von diesem Fischerkorb. Bisschen frischen Fisch. Okay, und das Ding ist weg. Wenn da so ein Fischkorb ist, mit frischem Fisch, dann müsste es doch auch noch frische Leute hier geben. Jetzt so meine Theorie. Aber wir gehen mal zurück ins Camp. Was ist das jetzt gewesen mit dem Tutorial? Na gut. Also. Gut, ich glaube, es müssen ja wohl immer zwei hier sein, um zu reden, oder? Der wird ja wohl kaum mit sich selber reden. Das heißt, die werden mal quatschen. Achso, die haben wir da schon hingesetzt. Die werden miteinander quatschen. Die gehen mal hier noch auf Entdeckungsreise. Das finde ich ganz gut, die drei. Wir müssen noch ein... Vielleicht die Winters. Die setzen wir hier nochmal zum Durchsuchen des Flugzeuges. Sie kann man hier noch ein bisschen... Obwohl die... Aktuell müssen wir nichts craften, ne? Dann kann die hier ein bisschen... Bisschen noch erkunden. Wir können ja dann nächste Runde wieder craften. Wir lassen die mal so. Zweite Tageshälfte ist das im Übrigen. Erste Tageshälfte ist vorbei. Das ist die zweite Tageshälfte. Na gut, wir gehen einfach mal auf Next. So, sie hat ein bisschen Holz gefunden. Noch ein bisschen Seil. Ein bisschen was zu essen. Das ist sehr gut. Früchte. Eine Axt. Axt ist cool. Ah, jetzt wird sie langsam müde. Wir müssen auch mal so ein Shelter bauen. Ja. Baut sie jetzt aber schon. Genau, das hat man schon gesagt. Macht hier Research. Wunderbar, finde ich gut. Die beiden quatschen miteinander und die Depression sinkt. Also bei ihm noch ein bisschen mehr als bei ihm. Was?
Gesundheit. Ach nee, Quatsch. Krankheit sinkt schneller, fällt schneller. Er hat quasi starke Antikörper. Haben wir entdeckt bei ihm. Beim Bob. Cool, Bob. Bob, du bist mir schon sympathisch. Die haben auch ein bisschen dazu gewonnen. Noch eine neue Gegend entdeckt. Ah, werden natürlich langsam müde. Ach so. Jetzt sitzen sie abends ums Feuer und erzählen sich ein bisschen Geschichten. Gute Arbeit. Zwar schwierig, aber wir haben so ein bisschen Essen da gefunden in dem Flugzeug. Und Alice meint, auch ganz positive Person, dass wir noch mehr finden werden, wenn wir da ein bisschen weitersuchen. Ich denke auch. Ah, der Bob ist so ein bisschen... Miesepeter gibt es in jeder Gruppe. Ja? Guckt mal so in den Gruppen, in denen ihr unterwegs seid. So ein Miesepeter gibt es immer. Es wird nur für ein paar Tage reichen. Und dann sind wir auf uns alleine gestellt. Weiß denn irgendjemand, wie man jagen kann? Ah, gute Frage, ne? Ah, der Jacob, natürlich unser Überlebensspezialist. Aber nicht nur mit seinen bloßen Händen. Das wird wohl nichts, aber eine Axt haben wir doch schon. Aber wir sollten ein bisschen was herstellen. Aber jetzt schlägt der Alejandro vor, dass wir erstmal das Essen hier ein bisschen gemeinsam aufteilen, was wir gefunden haben. Ja, und die Alice auch sehr weise, dass wir das Ganze ein bisschen rationieren sollten. Ja, stimmt. Und auch das Wasser. Dr. Winters. Sexy Winters. Ja, das stimmt. Im Durchschnitt stirbt man nach 3 Tagen ohne Wasser. Währenddessen ohne Essen, das geht eine ganze Weile. Sehr beängstigend, meint die Alice. Aber wir können Saft aus den Früchten machen. Die Iliana ist auch ein kleiner Sonnenschein. Wir werden viele Früchte finden, sagt sie. Naja, dein Wort in Gottes Ohr. Ein guter Einwurf, gute Idee, die du da hattest, Iliana, sagte Alejandro. Ja, wir werden viele Früchte brauchen, wenn wir es hier so lange aushalten wollen, bis irgendwie Hilfe kommt. Das ist ein bisschen unsympathisch, ne? Welche Hilfe? Aber sie ist sneaky-peaky-like. Ja, da fällt ihm auch nichts mehr zu ein. Die Olle, weißte. Aber wir sollten versuchen, den Dschungel zu erreichen. Vielleicht lebt dort jemand. Ja, na klar. Und wenn wir da irgendwie einen großen Tiger finden, dann sind wir tot. Also die Julia ist schon Pessimist, Realist. Ich weiß es nicht. Interessant verteilt hier. Morgen ist ein neuer Tag. Gute Nacht. Die Diplomatin Alice hat gesprochen. Gute Nacht, Alice. Gute Nacht, John Boy. Ja, Hunger ist gestiegen. Ich denke, die wollten sich das Essen aufteilen. Ach, hier steht's jetzt. Tutorial geht übrigens noch weiter. Jede Nacht, oder zumindest fast jede Nacht, werden die Charaktere miteinander ein bisschen quatschen. Haben sie gerade gemacht. Man kann das so ein bisschen triggern, ein bisschen auslösen. Diese Dialoge. Dass man die Dialoge nicht immer, wenn man neu anfängt, immer dieselben Dialoge hat. Also auf jeden Fall Wiederspielwert ist gegeben. Und wahrscheinlich kann es öfter passieren, dass man ein Spiel neu anfängt, wenn da schon sowas steht. Wir müssen jetzt das Essen aufteilen zwischen den Charakteren. Hat alles so seinen eigenen Nährwert. Und es kann natürlich auch irgendwie verderben. Okay. Was haben wir denn hier? Also. Ach so. Das verdirbt nicht. Die Früchte sind haltbar. Das nicht. Ah, das macht krank. Fisch. Zwischen 0 und 5. Und hier so rohes Fleisch auch. Aber haben wir ja eh nicht. Die Frage ist natürlich, ob diese Verderblichkeitsrate, ob das jetzt quasi hier aufsteigend ist. Also das ist weniger verderblich als das. Dann würde ich nämlich einfach den Fisch mal jedem geben, jetzt zu Anfang. Weil die haben alle noch relativ wenig Hunger. Dann hauen wir den schon mal hier. Guck mal hier, unser... ja. Unsere Männer kriegen verderblichen Fisch. Ja, das ist in Ordnung.
Der ist sowieso, der hat doch dieses Tool, beziehungsweise diese verstärkten Antikörper an der Bob. Oh, der Jury kriegt auch nochmal so ein bisschen Fisch. Ach, bei dem gab es keine Krankheit. Er kriegt auch noch Fisch. Und er kriegt auch noch Fisch. Jetzt geht's weiter. Die Mädels kriegen natürlich ein bisschen was Besseres zu essen. Und zwar einmal hier. Ah, Dr. Winters. Guten Appetit. Unsere Kleine hier kriegt auch was Ordentliches. Und sie natürlich auch. Und er hat immer noch 9%. Ich würde sagen, das... Na gut, ist natürlich verderblich. Dann hauen wir ihm das noch rein. Unser kleiner Survival-Experte. Okay. Der Jury auch noch. Aber ich würde das 3-Sterne-Deluxe-Essen erstmal noch aufheben. Wird ja nicht gleich nächsten Tag verdorben sein, ne? Wir werden es herausfinden. Jetzt sind wir in der Nacht. Eine Nacht in Bermuda. Oder in Bermuda. Also, Feuer geht runter. Um 28%. Wasser um 8. Na klar, wir sind 8 Leute. Bleibt 49 übrig. Ah, okay. 3 von diesen 8 3-Sterne-Mahlzeiten ist in 2-Sterne-Mahlzeiten geworden. Okay, wissen wir Bescheid. Alejandro deprimiert und müde. Iliana auch müde und schläfrig sogar. Der ist nur müde, die ist schläfrig sogar. Und auch depressiv, moody. Ja, mood ist eigentlich die Laune, ne? Das ist wahrscheinlich eher so schlecht gelaunt. Bisschen grummelig drauf. Na gut, das wird uns ja auch nochmal sicherlich angezeigt werden. Und die Nacht ist vorbei. Ja, haben wir schon gemerkt, dass das Essen da ein bisschen gedowngradet wurde. Okay, also die 3-Sterne-Sachen in 2-Sterne-Sachen und dann in wirklich schwer genießbar bis verrottet. Wir müssen unser Feuer, also Feuer jeden Tag bis hin, Feuerholz nachlegen. Und ein bisschen Holz nachlegen. So, wir klicken mal drauf. Check Fire Intensity. Die Intensität fällt um 20-30%. Da haben wir richtig Pech gehabt, ne? Mit 28 ist ja schon fast das Maximum. So. Wir haben 10 Holz und können... 1 wird so 10-20. Naja, dann hauen wir da mal ruhig 2 rein. Mehr auf gar keinen Fall. Also Feuer dürfen wir nicht verlieren, weil das hält uns natürlich warm in der Nacht und hält auch irgendwelche wilden Tiere weg. Okay, wenn man mehr als einen Charakter zusammen eine Aufgabe erledigen lässt, gibt es die Chance natürlich, dass die ihre Beziehung verbessern. Aber es kann auch sein, dass sie sich gegenseitig, voll labern und eben, ärgern oder streiten, ne? Okay, und die ganzen Aktionen sind immer in Verbindung mit den verschiedenen Fähigkeiten, die sie haben. Und die Charaktere können auch upgraden. Es kann ein Level abgeben. Und Bonus-Skills gibt es auch noch. Die wir frei verteilen können. Viel Spaß und viel Glück. Good luck and have fun. GLHF, Freunde. Gut. Mir macht Spaß. Ich hoffe, dir auch. Und wenn ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.